Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran sowie der Hisbollah-Miliz im Libanon eskaliert. Die Gefahr eines Flächenbrandes im Nahen Osten steht im Raum. Am Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas gegen Israel beleuchten wir die aktuelle Situation. Dazu bei uns im Studio Islamforscher Walter Posch. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Posch, heute jährt sich der Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas gegen Israel. Wie blicken Sie auf dieses Jahr zurück und gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die wir mitnehmen können? Ich glaube, die erste Erkenntnis ist die, dass der Versuch der Hamas durch massive Geiselnahmen und durch Massaker Israel einzuschüchtern einfach nicht gelungen ist. Also das ist etwas, was auch die israelischen Stellen immer wieder betonen. Ihr könnt noch so aggressiv sein, ihr könnt noch so brutal sein. Wir schlagen zurück und wir lassen uns das nicht gefallen. Was aber auch interessant ist, ist zu sehen, dass der israelische Gegenschlag nicht mehr auf die, also vor allem in Teilen der islamischen Welt nicht auf großes Verständnis trifft und dass die Sympathien jetzt also sehr stark zur palästinensischen Zivilbevölkerung, also weg von den israelischen Opfern gegangen ist, hauptsächlich im Nahen Osten, aber eben auch zum Teil bei uns. Und dass trotz massiven militärischen Einsatzes die Geiseln immer noch nicht befreit sind und eine Organisation wie die Hamas, die im Untergrund lebt und auch physisch im Untergrund lebt, offensichtlich große Überlebensfähigkeiten hat. Mhm. Der Iran und Israel, die stehen sich seit Jahrzehnten auch feindlich gegenüber. Israel kämpft jetzt mittlerweile im Gazastreifen, im Libanon und im Jemen an drei Fronten. War das vor einem Jahr so abschätzbar, dass sich die Situation so dermaßen zuspitzt? Es war immer zu befürchten. Genau abschätzbar nicht. Es fehlt ja noch eine Front, die Westbank. Mhm. Wo der Druck, wo also die iranische Rolle relativ gering ist. Aber wenn wir das jetzt sortieren nach dem Einfluss des Irans, Hisbollah, also die Nordgrenze Israels, dort wo die Hisbollah steht, an der libanesischen Seite, das ist sozusagen fast schon, als ob da der Iran selbst stünde. Das ist ein sehr enges Verhältnis, das hat innerschiitische Gründe. Das Zweite, die Houthis in Jemen, strategische Partner, auch ideologische, die sind jetzt natürlich eine Bedrohung, aber wohl eher auch für die internationalen Schifffahrt und für, sind vor allem auch Problem Saudi-Arabiens. Und die Hamas, die eigentlich mal in diesem Rahmen der Widerstandsachse war und dann wieder rausgegangen ist, und dann wieder dazugekommen. Da hat sich jetzt viel verändert vom letzten Jahr. Zunächst haben ja die Iraner sich zurückgehalten und es eher interessiert zur Kenntnis genommen. Jetzt haben sie, und spätestens seit diesem Freitag, seit der großen Predigt von Ayatollah Khamenei, haben sie den 7. Oktober samt und sonders mit allen Konsequenzen adoptiert als Teil ihrer Geschichte. Also die haben sich jetzt auf höchster Ebene voll hinter alles gestellt. Also man konnte noch kritischere Stimmen über, war die Grausamkeit und so weiter notwendig noch hören aus Teheran, das ist jetzt vorbei. Mhm. Und blicken wir auf die Situation im Gaza, Sie haben es schon angesprochen. In einem Jahr Krieg hat Israels Armee den Gazastreifen ja weitgehend in Schutt und Asche gelegt. Wie gestaltet sich die Situation jetzt dort noch für Israel? Ja, es ist sehr dramatisch, also militärische Erfolge sind eins, aber es bleibt, ist ja jetzt Israel massiv in die Kritik gekommen, auch völkerrechtlich in die Kritik gekommen, wegen des Schicksals der Zivilbevölkerung. Und es wird also Jahre dauern, bis der Schutt weggeräumt ist. Es ist die große Frage, wie wollen jetzt die dortigen betroffenen Palästinenser leben? Also können nicht alle auswandern. Und das ist eine Herausforderung, wo Israel bestimmt auch die Unterstützung seiner arabischen Freunde braucht in der Region, dass die auch dort Verantwortung übernehmen, sei es im Abgraben der Finanzströme und der Kontakte und der Bewaffnung zu Hamas, sei es aber auch, um das Leben der Zivilbevölkerung erträglich zu gestalten. Mhm. Und gibt es für die Geiseln, bei denen man ja, glaube ich, auch gar nicht mehr weiß, wie viele da noch am Leben sind, gibt es da Hoffnung noch? Ja, da möchte ich noch einen Punkt hinzufügen. Wenn die Führung, die militärische Führung der Hamas unter Sinwar gedacht hat, mit einigen Geiselnahmen Israel ad infinitum zu erpressen, wenn das vielleicht ein paar Leute gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich diese Eskalation nicht gegeben. Aber da so viele in Kombination mit den Massakern, was haben sich die gedacht? Die israelische Regierung kann da auch nicht zurückstehen und sagen, ja, jetzt verhandeln wir uns jetzt. Es ist eine sehr schwere strategische Entscheidung, die sehr hart ist für die Betroffenen, für die Angehörigen. Es gibt unterschiedliche Kommentare von Leuten, die die Hamas kennen, die einen sagen,
Das schaut sehr schlecht aus für die Geiseln, auch weil eben die militärischen Operationen so hart waren. Andere wiederum sagen, nein, die Geiseln sind, oder die, die noch überlebt haben, wohlauf unter Anführungszeichen, was dann noch als wohlauf gilt, wenn man da im Untergrund in den irgendwelchen Tunnelsystemen leben muss oder dahin vegetieren muss. Und wie stark ist denn die Hamas jetzt noch? Im Sommer wurde ja der Hamas-Führer Haniyeh getötet. Ja. Was weiß man davon? Haniyeh war ja vor allem für die internationalen Beziehungen. Er hat im Ausland gelebt. Er hat dann quasi sich als Exil-Palästinenser aufgegeben. Er hat mit dem Gazastreifen selber ja wenig zu tun gehabt. Hat auch ein bisschen über den Gazastreifen hinausgeschaut. Wie kriegen wir die Hamas in die Westbank? Wie kriegen wir Zugang zu Regierungen, zu Respektablen? Und er hat Zugang bekommen. Nicht nur zu Teheran, sondern was man gern vergisst, vor allem zu Katar und zur Türkei. Also Präsident Erdogan war ja sehr erschüttert nach seinem Tod. Er selber hat aber die Verhältnisse im Gazastreifen nicht wirklich diktiert. Es war die militärische Führung und die dortige Gazaner-Führung, von der noch der Herr Sinwar lebt. Und die sind eigentlich die Hauptakteure. Und mit der Ernennung Sinwars jetzt hat sozusagen, wenn Sie wollen, die Hamas ihre diplomatische Maske fallen lassen. Sinwar bleibt der Kommandant und das ist jetzt dieses Kernelement. Und dieses Kernelement hat militärische Kräfte, die im Bündnis stehen mit anderen Extremisten, palästinensischer Islamischer Dschihad, PFLP und andere linke Gruppen. Und die kämpfen sozusagen aus den letzten Löchern. Und ein Risiko war immer, dass solange nur ein einziger dieser Kämpfer oder Terroristen mit einer Fahne und einem Kalaschnikow dasteht, das Ganze nicht vorbei ist, auch wenn die Sache schon verloren ist. Und es wird also das nicht geben, es wird also nicht dieses Ergeben geben, dass man sagt, wir geben auf und hissen die weiße Fahne. Es wird also schwierig sein, dann den Sieg zu erklären für israelische Seite. Und um das geht es ihnen. Das ist also in erster Linie die ideologische Kriegsführung über die militärische. Israel interveniert auch mit massiven Angriffen im Norden, im Libanon. Die Hisbollah wurde schwer getroffen, die Führungsriege in wenigen Wochen eliminiert. Wie gestaltet sich die Situation dort? Zunächst, die Hisbollah ist wie viele dieser Organisationen eine Zwei-Säulen-Organisation. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Partei, die auch sozial aktiv ist, die Hisbollah, die Partei Gottes, unter Anführungszeichen. Und der andere Teil heißt immer islamischer Widerstand. Das ist ein Modell, das die Iraner exportiert haben. Und dieser islamische Widerstand, stand der eigentliche militärische Teil, der hat auch schwere Schläge hingenommen, aber es ist eine Miliz, das heißt, die sind in der Region drinnen verankert, die rechnen schon damit, dass die Kommunikation zur zentralen Steuerung nicht immer funktionieren wird und ausfallen wird. Also die zivile Führung hat sicherlich den schwersten Schaden genommen. Die Beja-Attackens, auch hier wieder große Kritik an Israel. Es hätte zu viele Unschuldige getroffen, genauso bei beim Angriff auf Nasrallah. Da mehren sich die Stimmen an der Kritik an Israel, wo die Israelis sagen, um Gottes Willen, ihr könnt uns doch nicht dafür, erinnern Sie sich an die Kritik Netanyahus am französischen Präsidenten, der sehr ausgesprochen war. Aber in der Region nimmt man das eben auch zur Kenntnis. Die militärische Führung selbst und die Vorbereitungen sind ja abgeschlossen worden und Hisbollah hat sehr viel gelernt aus dem Krieg im Jahr 2006, wie man einem übermächtigen Feind gegenübersteht. Das haben die Israelis auch gemerkt und momentan sehen wir eigentlich keinen großen Fortschritt auf beiden Seiten. Beide verkünden große Verluste auf der anderen Seite. Und was wir sagen können, eine tief in Gebirge, in unterirdische Tunnelsysteme eingegrabene, mit Raketen ausgerüstet, ein Novum. Die haben auch sehr weitreichende Raketen. So eine Miliz ist eben was anderes als Freischärler, die man gekannt hat. Gleichzeitig ist aber natürlich auch die israelische Armee heute viel besser aufgestellt und arbeitet auch mehr mit Geduld. Und sind nicht nur die Bomben, die zählen, sondern weiß auch genau, wie sie mit so einem Feind umgeht. Das ist nur ein schweres Stück militärischer Arbeit. Hinter diesen Pager-Angriffen, die Sie genannt haben, also Pager-Explosionen von Mitgliedern der Terrormiliz Hisbollah, stecken laut US-Medien der israelische Geheimdienst Mossad dahinter. Halten Sie das auch für wahrscheinlich?
Ja, weil das ist der Hauptverdächtige automatisch. Aber was wirklich der Hintergrund ist, solange der keine offizielles Zugeben oder keine offizielle Erklärung da ist, glaube ich, ist es die als Hypothese, ja, ist es die glaubwürdigste. Und mehr ist es ja dann nicht, kann man nicht mehr sagen. Macht Sinn. Mhm. Und man weiß ja, dass der israelische Geheimdienst sehr große Kapazitäten und Fähigkeiten hat und in der internationalen Liga der führenden Dienste mitspielt. Mhm. Die israelische Armee hat in den vergangenen Monaten zahlreiche wichtige Hisbollah-Milizionäre getötet. Was bedeutet das jetzt für den Teheran? Ja, für den Iran, es ist natürlich mit jedem Angriff auf die Hisbollah auch der Iran gemeint. Das ganze lange, geduldige Netzwerk, das Teheran aufgebaut hat mit den Libanesen, das ja sehr weit zurückgeht in die 80er Jahre, das ist schon etwas, was sehr nahe ist, vor allem in der Führung der Revolutionsgarden, aber auch in der politischen Führung. Für Iran war Hisbollah immer eine rote Linie. Es war aber wie bei all diesen Staaten, die sich einer größeren Idee aus der Landesverteidigung verschreiben, die große Frage, wie weit engagiere ich mich für meine Freunde, für meine Partner, wie weit muss ich das tun? Und jetzt seit dem letzten Freitag wissen wir eben, dass Teheran sagt, spätestens nach der Tötung von Nasrallah, dass sie intervenieren werden, dass sie sich hinter Hisbollah stehen. Und jetzt herrscht sozusagen Klarheit. Es war sogar der Raketenangriff am Dienstag noch nicht so klar wie die Predigt am Freitag dann, wo Khamenei wirklich gesagt hat, ja, wir stehen hinter euch, das ist jetzt auch unser Kampf. Und das hat jetzt dann weitere Folgen natürlich. Mhm. Blicken wir auf diesen Raketenangriff zum zweiten Mal in diesem Jahr. Gab es einen Raketenangriff auf Israel vom Iran, eine Antwort auf die Tötung von Nasrallah? Bereits im April gab es einen iranischen Raketenangriff auf Israel. War diesmal etwas anders? Es waren schon die Vorwarnungszeiten, glaube ich, kürzer. Es hat keinen Drohneneinsatz in dem Fall jetzt gegeben. Es war offensichtlich von einer anderen Basis abgeschossen. Da wird noch gerätselt, von wo das genau abgeschossen worden ist, ob das jetzt mobile Anlagen waren oder jetzt kommt das Übliche, welche Raketen waren denn eingesetzt. Aber was, glaube ich, wichtig ist, wir haben in beiden Fällen immer noch zwei unterschiedliche Lesarten, die sich nicht vereinen lassen. Auf der einen Seite Israel und seine Verbündeten haben das erfolgreich abgewehrt, es ist niemand zu Schaden gekommen. Demgegenüber sagen die Iraner, ihr freut euch zu früh, wir wollten keine Zivilbevölkerung treffen, das tun wir nicht. Wir wollten nur militärische Anlagen treffen und die haben wir getroffen. Jetzt sagt Israel, naja, ihr habt einen Luftwaffenstützpunkt getroffen und was jetzt? Die Rollbahnen sind in weniger als ein paar Stunden wieder repariert. Also so beeindruckend ist es nicht. Und das Traurige an dem ist jetzt, dass man Klarheit über welche Seiten, über die Fähigkeiten erst dann haben werden, wenn die Eskalation wirklich da ist. Es sind also hohe Risiken, die beide Seiten auf sich nehmen. Jetzt wartet man auf die Gegenreaktion wieder von Seite Israels. Wie viel hängt von dieser Gegenreaktion jetzt tatsächlich ab? Ich glaube alles, weil damit mit dem letzten iranischen Angriff, der wiederum als Reaktion auf Tötung von Haniyeh und vor allem Nasrallah war, sind wir in einer Eskalationsspirale. Und die Frage, wer hat jetzt die Eskalationshoheit? Jetzt muss Israel das natürlich auch trumpfen mit etwas, was den Iranern wirklich wehtut. Also kurz dazu noch, wir unterschätzen oft den psychologischen Effekt, den diese Raketenangriffe haben oder meinen, es ist nur ein psychologischer Effekt, das sind wirkliche Verwundungen. Auch wenn jetzt niemand zu Tode gekommen ist, ist es eine extrem gefährliche und bedrohliche Situation für die Israelis gewesen. Also zu sagen, ist ja eh nichts passiert, war ja eh niemand tot, das reicht nicht, um die Gefahr abzuschätzen. Die Israelis haben jetzt angekündigt, die Nuklearanlagen, aber vor allem auch die iranische Energieversorgung, die iranische Erdöl- und Erdgasproduktionsstätten. Der letzte Punkt ist eigentlich noch wichtiger als die Nuklearanlagen. Und da sagen die Iraner, wenn man sich ihre Interviews anhört, da sind die voller Selbstbewusstsein, das ist alles unterirdisch und dann hat es diplomatische Konsequenzen für einen Atomwaffensperrvertrag, die ihr alle nicht haben wollt, da werden die Amerikaner auch nervös und so weiter. Gut, da sind die sicher. Bei den
Bei den Erdölanlagen geht es wirklich um das wirtschaftliche Überleben eines sanktionierten Landes. Und da haben sie schon gesagt, dann schlagen sie zurück, weil sie sehen dann alle Erdölanlagen in der Nachbarschaft als Opfer, weil die arabischen Staaten und die USA, die ja zum Teil von saudischen Erdöl mit amerikanischen Firmen involviert sind, die Israelis nicht zurückhalten. Sie werden sagen, das wird dann kein Angriff sein, den wir den Israelis allein zuschreiben, sondern wir rechnen damit, dass die USA das auch machen werden. Und dann schlagen sie zurück. Kommt noch dazu, dass das iranische Erdöl nach China und so weiter geht. Also das ist schon eine große Dimension und momentan ist das, was aus Teheran kommt, ja, tut es ruhig und wir setzen die Welt in Brand, weil wirtschaftlich überlebt es der Westen dann auch nicht. Das kann man jetzt als Propaganda abtun, aber ich hätte vor 2 Jahren auch nicht geglaubt, dass die Iraner tatsächlich so weit gehen, Israel anzugreifen. Also wir sind da jetzt schon ein paar Mal über den Rubikon gekommen, sodass ich die Äußerungen aus Teheran, die ich bis vor kurzem als reine Propaganda und Mutmache klassifiziert hätte, ernster nehme. Mhm. Wie viel Einfluss hat die USA jetzt in der Kriegsführung tatsächlich? Einmal natürlich als Verbündeter von Israel, auf der anderen Seite auch mitten im Wahlkampf. Ja, das sind zunächst einmal hat die USA immer einen Einfluss auf Israel, weil sie Israel unterstützt mit den Fähigkeiten, die Israel nicht hat. Also Israel ist sehr gut überall aufgestellt, von der Luftwaffe bis zur Luftabwehr, bis zu den Geheimdiensten. Aber die USA sind dann schon eine andere Dimension noch mit ihren Fähigkeiten und auch mit ihrer Erfahrung im Umgang mit der Fähigkeit, in großen Dimensionen zu denken und so weiter. Das ist einmal eines. Also die USA haben da auch schon unterstützend, immer unterstützend eingegriffen. Die große Frage natürlich, was bei den letzten Erfolgen der Israelis, wie viel da US-amerikanische Unterstützung dabei war, das werden dann Historiker in Zukunft wissen. Aber wir können davon ausgehen, dass selbst wenn es dann einen politischen Streit zwischen Tel Aviv und Washington gibt, dass das eine sehr enge und sehr stabile Freundschaft ist, eine Partnerschaft. Tatsache ist, dass die USA einen Krieg gegen den Iran nicht wollen und die Iraner einen gegen die USA nicht. Reicht das, wenn Israel sagt, unser Überleben steht auf dem Spiel, wir können nicht mehr anders? Ich würde sagen, da gewinnt Israel die Sympathien der Amerikaner. Der Wahlkampf wiederum hat es ja auch ein bisschen gezeigt. Denken Sie an die politische Sprache, die einer der Kandidaten gehabt hat. In 5 Minuten kann ich das alles verändern, weil ich da einen Deal mache und so. Bis zu greift es halt die Nuklearanlagen an und kümmert sich um die diplomatischen Folgen später. Das, glaube ich, ist auch etwas, wenn der Wahlkampf bis jetzt etwas gezeigt hat, dann doch das, dass bei aller Kritik an Israel, die auch von den USA sehr stark geäußert worden ist, bei allem Unwillen, die Kandidaten zumindest und somit eigentlich auch das gesamte politische Establishment und die ganze politische Führung gesagt hat, Israel, wir stehen hinter euch. Komme es, was wollt. Dass dann auch diskutiert wird, ob der Angriff so erfolgen soll, wie er erfolgen soll und so weiter, das ist wieder was anderes. Und das glaube ich, ich glaube, da konnte eine andere Lösung kommen, die jenseits eines Angriffes liegt. Und zwar, dass dann die Israelis sagen, gut, wenn wir nicht angreifen, dann wollen wir aber international, dass es dann ein Sanktionsregime gegen den Iran gibt, das noch viel härter ist als das jetzige. Mhm. Also das wäre sozusagen eine potenzielle Kompromissposition. Aber da muss dann auch wirklich mehr kommen und mehr blockiert werden, als es bis jetzt der Fall ist. Mhm. Zurück zum Iran, dem Mullah-Regime, dem wird immer wieder nachgesagt, Atomwaffen herzustellen, zu besitzen, möglicherweise einzusetzen. Was weiß man denn bisher darüber? Also wir wissen, was die Internationale Atomenergiebehörde berichtet. Also standardmäßig werden ja die Anlagen überprüft. Iran ist Gründungsmitglied des Atomwaffensperrvertrags, ist immer sehr bei der Gründung beigetreten, hält sich soweit an den Atomwaffensperrvertrag und jetzt beginnt es mit den Lücken des Atomwaffensperrvertrags, eines Vertrages, der aus den frühen 70er Jahren stammt. Deswegen hat man ja diesen umfassenden Kooperationsplan oder diesen sogenannten Iran-Deal, um diese Lücken zu füllen. Das heißt, es braucht gerade bei dem Verhältnis des Iran zur internationalen Gemeinschaft mehr als nur die Standardkontrollen, es braucht mehr Inspektionen und so weiter. Was wir wissen, wissen wir von diesen Inspektionen. Wir wissen, jetzt kann man das kritisieren, aber das ist das, was wir
definitiv wissen. Alles andere sind Ableitungen und Vermutungen. Und jetzt in dieser Eskalation steht die große Frage, wie weit Iran sich dann noch an irgendwelche Abmachungen gebunden fühlt und ob dann man dann nicht sagt, jetzt machen wir das, was viele Staaten gemacht haben, bevor sie die Atombombe gehabt haben, nämlich, dass wir mal sagen, jetzt kommen keine Inspektoren mehr und wir sagen euch nicht, woran wir forschen und was wir produzieren und wozu wir in der Lage sind. Mhm. So weit ist es noch nicht. Mir scheint, dass die Iraner das tun, zumindest jetzt unter Khamenei, was sie seit Jahrzehnten gemacht haben, ihre Provokationen und ihre Herausforderungen an den Westen, an die internationale Gemeinschaft immer sehr dosiert einzusetzen. Das kommt aus dem sehr großen persischen Selbstbewusstsein raus, aus ihrer Geschichte raus. Aber momentan machen sie das alles sehr dosiert. Das heißt nicht, dass sie die Eskalation nicht in Kauf nehmen würden. Das heißt, sie halten momentan alles für möglich? Die Entwicklung könnte jetzt so stoppen, dass wir sagen können, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Mhm. Es gibt ein neues dramatisches, drastisches Sanktionspaket gegen den Iran und so weiter. Ist möglich, aber letztendlich ist es dann auch ein bisschen eine Hauptfrage, wie sehr die Israelis sich bedroht fühlen und glauben, dass sie in der Lage sind, die Iraner tödlich oder sehr signifikant zurückzuschlagen. Und wie sehr sagen die Iraner, jetzt ist es genug, wir wollen jetzt den Israelis die Lektion erteilen, weil die Amerikaner sowieso auf ihrer Seite sind und uns angreifen. Das sind jetzt Entscheidungen, die strategisch sind, aber eben von politischen und damit auch sehr emotionalen Hintergrund gefällt werden. Herr Posch, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Danke vielmals. Boom, 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 boom.